Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Spotify. Das letzte Mal haben wir den Knallpilzenwald etwas abgesucht. Jetzt können wir eigentlich mal wieder bei der Story vorantreten. Die Musik ist mir etwas satt, also so sollte das schon besser sein. Die hier vertragen Stich nicht so toll. So. Das bedeutet, wir werden jetzt Richtung Unterwasservulkane rennen und vielleicht nehmen wir ein paar Geoden einsammeln. Das glaube ich ist ein guter Plan. Mal brauche ich hier wieder die Peitschen. Oder? Ja. Ah, richtig. Ich glaube, mit Rocky geht das etwas schneller. Ah ja, ich habe ja schon zwei. Fischauge habe ich gerade ausgerüstet. Okay. Dann bekommen wir auch hier gleich. Okay, gleich den Brownie-Ring. Mann, geht doch. Irgendwie. Das hier ist ein seltener Gegner. Der verträgt anscheinend schon diese Magie. Wie ist mit dieser hier? Ah, schon besser. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin etwas untertrainiert. Ich glaube ja, das Problem liegt einfach daran, dass Magier halt etwas schwieriger zu handeln ist wie Ninja. Wenn Magie wieder mal typischerweise erst im Late Game wirklich stark wird. So, Stärke, Stufenaufstieg. Haben wir nur noch mal kurz an, wie mein Plan war. Wo ist mein Z? Ah, hier. Wir sind jetzt Richtung Runenmeisterin gegangen, ne? Oder Magus? Ne, Runenmeisterin. Richtig, das war 20 in Magie. Noch 2 Punkte in Kampfsportler, einfach ein bisschen mehr Leben zu bekommen. Ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Und hier haben wir dann eine kleine Schatztruhe. Hallo, ach, das hier ist manchmal so anstrengend. Das Blöde an diesem Spiel ist es, wie lange es dauert, die Ausrüstung zu wechseln und wie oft man das muss machen, ne? Bei Secret of Mana ja, bei Secret of Mana war das nicht so anstrengend, weil es auch einfach viel schneller ging. Und bei Sacken dann zu 3 war das ja überhaupt nicht mehr gefragt. Wäre vielleicht nice, wenn man irgendwie
drei Standardwaffen setzen könnte, zwischen denen man sehr schnell wechseln kann, weil dann könnte man einen Stich nehmen, einen Schlitz und einen Schlag. Das würde, ich glaube ich, die Kämpfe um einiges nicht unbedingt vereinfachen, aber schneller machen. Sehr schön. Wollte jetzt schon fast Mächt sein. Oh, ah. Okay, ich nehme an, dass hier so eher nur Schatztruhe und so ist, ne? Ah ja, richtig. Diese Fische haben einen Schlitz nicht. Jetzt nehmen wir da meine Axt. Okay, die Axt muss ich wirklich noch etwas skillen. Was? Ah. Mann. Das ist manchmal etwas anstrengend hier. Geht doch. Sehr schön. Ach, Mann, das ist was hier die Magie, glaube ich, am unattraktivsten macht, ist wirklich der Fall, dass man Magie das alles unterbrechen kann. Also, dass halt die Gegner mich unterbrechen können während dem Casten. Wie jetzt gerade zum Beispiel. Aber sobald wir mal den braunen Ring haben, dann ist das Spiel dann nicht easy peasy. Jetzt muss ich wieder die andere Waffe nehmen. Bitte kein Baum. Oh, Gott sei Dank. Oh, aber sie sehen nice. So, hier unten ist nichts, da oben rechts waren wir schon. Jetzt bin ich paralysiert, toll. Ah, wen interessiert's? Jetzt muss ich wieder die. Haha!
Genau das. Warum ist das Casting viel langsamer als einfach angreifen? Die KI ist auch lachhaft. Oh, out of mana. Ach. Gut. Ich habe da nach oben gedrückt, das ist jetzt manchmal so anstrengend hier. Ja, zum Mäusemelken. Ah, natürlich treffe ich dich wieder nicht. Ah, okay. Welcher Tag ist denn heute? Vesuvio. Also es ist kein wichtiger Tag. Aber vielleicht kann ich ja mal mein Equipment aufrüsten. Zedernholz sieht man schon nice aus, Dirnholz auch. Nur immer Stall ist uninteressant. Obsidian ist. Schwierig. Mehr Angriff oder weniger Elementangriff. Glaub eher nicht. Hier ist zwar Obsidian klar besser. Ah, nee, nee. Ja, gut. Mehr Eleabwehr. Hört sich eigentlich gut an. So, ich will das X-Wisch eh weg haben. Die Zederrobe sieht eigentlich nice aus. Wir können Yatamf leider nicht nehmen. Wie sieht's mit Bearbeiten aus?
Ja, ich könnte eigentlich die paar Früchte, die ich anf ich kann eigentlich da ein paar Früchte anpflanzen, das können wir ja schnell machen. Was ist das, was ich machen kann? Rund und groß. Gine. Oder Orgagine, oder wie man das auch hier betonen will. Kann ich die bearbeiten? Nee, ich habe keinen Obsidian. Hier Underbury. Ich habe auch keinen die Underbury. Ich habe auch keinen Baobab dabei. Zedern Zeug habe ich auch nicht dabei, ne? Nö. Sultanseide. Das können wir immerhin bestätigen, bearbeiten. Zitronenfisch halten wir für später. Aber die Afrika-Katze ist da ja schon mal nicht schlecht. Die Rinelone ist ja auch gut, so. Fäustlinge, was brauchen wir da? Bauerholz, okay, gut. Ciao, Watz. So, das würde ich kann jetzt den Schrumpfhammer benutzen, ne? Jo. Okay, das wollte ich nicht sehen. Sehr schön. Hör doch bitte auf zu dodgen. Also los, zu fliegen geht doch. Was ist nochmal effektiv gegen die Vogelkralle da? Was gehört die überhaupt? Greifenklaue da. Pfui, ist das. Okay. Ja, schön. Bisschen Mana sammeln. Das reicht.
So. Wenn ich mich richtig erinnere, ist jetzt auch irgendwo hier eine Geode, aber wo nochmal? Sie ist auf jeden Fall eine in der wilden Wildnis. Und die hatte ich halt verpasst. Mit dem Jungen. Oh, ich werde die einfach offscreen weitersuchen. Fürs nächste Mal. Außer wenn die jetzt sofort irgendwo hier ist. Na, sieht nicht schon heraus. Jo, dann würde ich mal sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Griffdium. Ciao, ciao. Komm her, du doofer Nervenfisch. Geht doch. Es ist gut, dass ich den Schrumpfhammer repariert habe in Anrufungs... in ganze Füßchen, weil sonst können wir den braunen Ring gar nicht bekommen. Also dann, ciao, ciao, bis nächstes Mal, euer Griffel und ciao, ciao.